Wie sich Deutschland im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren durch die vielen Geflüchteten verändern wird, das weiß natürlich jetzt so ganz genau noch keiner. Wir wissen ja eigentlich nicht so sehr viel darüber, wer denn eigentlich kommt. Wenn man aber eine Einwanderung über das Asylrecht organisiert, dann kann man sie schlecht steuern. Wir wissen nichts. Und wenn die Regierung und diejenigen, die die Einwanderung organisieren sollen, kein Wissen darüber haben, wer kommt, dann können sie auch keine Entscheidung darüber treffen, wie es denn weitergehen soll. Die Kanzlerin hat sich entschieden, die Grenzen zu öffnen. Das Selbstbild, das Deutschland von sich hatte, ist durch die ganze Welt gegangen. Wir haben also Angebote gemacht, die andere Staaten nicht gemacht haben. Und jetzt hat man im Grunde keine andere Wahl, als die Moral als Begründungsressource zu verwenden. Das finde ich falsch, weil Politik mit Augenmaß und pragmatisch handeln muss. Und ich sage das noch mal, das muss sie tun im Interesse unserer Einwanderergesellschaft, die eine gut funktionierende Einwanderergesellschaft ist. Auch mir ist zu viel Moral in der Debatte und zu wenig Pragmatismus. Zunächst mal der letzte Satz, denke ich, wenn es gelingen soll, muss jetzt die ungesteuerte Einwanderung, die muss einfach begrenzt werden, damit wir die Probleme, die wir jetzt schon haben, bewältigen können. Ich glaube, dass das wichtig ist. Wir schaffen derzeit nicht die Voraussetzung für gelingende Integration, sondern wir leisten Nothilfe. Aber Tatsache ist, die Menschen können ihren Antrag auf Asyl in der Mehrheit gar nicht abgeben. Wir wissen nicht, welche Ausbildung sie haben, woher sie kommen, was sie können. Wir haben sie überwiegend in Hallen und Kasernen untergebracht, zu Hunderten. Das Problem ist die Organisation des Ganzen, die finanziellen und die organisatorischen Ressourcen. Der Bund hat, findet er wahrscheinlich großzügig, 500 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau in Deutschland zur Verfügung gestellt. Um 1 Million Flüchtlinge einigermaßen anständig unterzubringen, braucht man 25 Milliarden. Das ist ein so krasses Missverhältnis, dass ich sage, wir werden in den Kommunen mit der Aufgabe alleingelassen. So können wir das nicht schaffen. So weit weg in der Dimension allein, hier geht es nicht ums Doppelte, sondern hier geht es ums 50-fache dessen, was Sie bereitgestellt haben, was wir bräuchten. Wenn die oberen Ebenen uns in den Kommunen hier nicht wesentlich stärker unterstützen, kommen wir in eine soziale Krise. Städte wie Tübingen schaffen das. Aber Städte in Nordrhein-Westfalen schaffen es nicht. Und Berlin ironischerweise schafft es schon Berlin nicht mehr, weil es die am schlechtesten organisierte Stadt in Deutschland ist. Aber die meisten werden keinen Arbeitsplatz haben, weil 80% gar keine Qualifikation, das wissen wir heute fast schon genau, 80% keine Qualifikation für unseren Arbeitsmarkt mitbringen. Das heißt, wir haben in kürzester Zeit einen riesigen Aufwuchs der Sozialkosten und die werden voll den Kommunen durchgereicht. Und wenn ich mir dann angucke, dass es zwar sehr gelungene Integrationsbiografien gibt, dass es aber auch erschreckende Parallelwelten gibt, dann bin ich skeptisch, was die Zukunft angeht. Ich bin stolz darauf, dass wir ein Rechtsstaat sind, dass die Menschen hier gleich vor dem Recht behandelt werden und sehe mit Erschrecken, dass es Einwanderer gibt, denen das völlig wurscht ist. Da werden schwerste Straftaten mit Hilfe von Friedensrichtern gelöst. Da werden schwerste Straftaten mit Hilfe von Geldern gelöst. Uns fehlen nicht nur die Wohnungen, uns fehlen nicht nur die Arbeitsplätze. Uns fehlt dir gerade Rücken zu sagen, wer sind wir und was wollen wir? Wir müssen von den Leuten fordern, rote Linien einziehen. Und wenn diese roten Linien nicht eingehalten werden, dann müssen wir sagen, hier ist Schluss. Wir können es nicht dulden, dass ein Flüchtling, weil er konvertiert ist, durchs halbe Flüchtlingsheim gejagt wird und der Mob hinterher eiert. Und das hat keine Konsequenz. Ich habe heute die Frau, die eine Entscheiderin gefragt, ich habe heute Morgen in einem Flüchtlingswohnheim gedreht, eine Entscheiderin, eine Anhörung mit einem Syrer. Ich habe gesagt, sagen Sie mal, falls jetzt jemand straffällig wird, hat das Einfluss auf das Asylverfahren? Nein, sagt sie. Nur wenn die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland beeinträchtigt ist. Und da denke ich, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen gucken, dass wir unsere Werte verteidigen und nicht anfangen zu relativieren. Frau Günther. Ich finde es schwierig, wenn Sie grundsätzlich den Menschen, die aus diesen Ländern stammen, unterstellen, sie seien Sexisten. Das dürfen Sie nicht tun, denn damit ermöglichen Sie diesen Menschen nicht, hier einen neuen Anfang zu starten. Ich unterstelle es Ihnen nicht, aber ich befürchte, aus dem, was ich aus der Vergangenheit sehe, ja, wenn man also Mädchen, wenn wir stundenlang immer diese Debatten führen, was dürfen Mädchen und dürfen Mädchen, ich weiß nicht, schwimmen in Schullandheime und weiß der Kuckuck was, ja, dann sehe ich oder befürchte ich,
dass wir diese Debatten auch noch in 5 und in 10 Jahren führen, wenn wir nicht klare Linien ziehen und sagen, auch ein Mädchen hat ein Recht, wenn es in ein See fällt, nicht zu ertrinken. Ja, da können wir nicht dem Vater zubilligen, er habe das Recht, dieses zu entscheiden aus religiösen Gründen. Das geht nicht. Der französische Schriftsteller Ole Beck hat ganz richtig gesagt, Menschen können in der Regel, jedenfalls einfache Menschen, können es nicht ertragen, dass sich ihr Leben alle 2 Jahre ändert. Sondern sie wollen Stabilität und Ordnung und Sicherheit in ihrem Leben. Und wenn sich ihr Leben ständig ändert, ohne dass sie selbst daran beteiligt sind, ja, an dieser Entscheidung, dass sich ihr Leben ändert, sondern dass das verkauft wird wie eine Naturkatastrophe, die über sie kommt, die sie akzeptieren müssen, dann ist die Bereitschaft gering. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, dass man mal schaut, dass Integration ja da besonders gut funktioniert hat, wo Menschen aus bildungsgebildeten Milieus kamen. Nehmen Sie mal die iranische Einwanderung. Es sind alles Muslime, aber sie sind vor einem bösartigen Mullah-Regime sind sie nach Europa geflüchtet. Da kann man ja sehr gut sehen, die fallen gar nicht auf. Mhm. Niemand spricht über diese Menschen. Die sind gut integriert, sie fallen nicht auf. Die Mehrheit von Iranern hat einen akademischen Abschluss oder Abitur. Die sind extrem erfolgreich. Das gilt auch für andere Einwanderergruppen. Mhm. Aber es gibt auch Einwanderergruppen, die sind gar nicht erfolgreich. Und wenn Sie das französische Modell nehmen, dass er immer gesagt hat, naja, von Geburt aus ist jeder Franzose, ja, und ist gleichberechtigt. Das hat ja gar nicht gut funktioniert. Warum? Weil es Gruppen von Menschen gibt, die nicht deshalb erfolglos sind, weil sie Muslime sind, sondern weil sie aus einem Hintergrund kommen, in dem keine Bildung vermittelt wurde, sind sie erfolglos. Wenn man erfolglos ist, wenn man keine Perspektive hat im Leben, dann kann man Menschen nicht das Grundgesetz vor das Gesicht halten und sagen, lies mal, ist eine nette Sache. Nein, wer erfolglos ist, ist frustriert und hat keine Lust, Teil einer Gesellschaft zu werden, von der er oder sie ausgeschlossen ist. Und was jetzt mein Punkt ist, ist, was wir machen müssen, und deshalb müssen jetzt die Grenzen geschlossen werden, ist zu sehen, wer kommt. Geht doch gar nicht, Grenzen schließen. Natürlich kann man die Grenzen schließen. Wie wollen Sie das machen? Andere Staaten tun es auch. Nach Polen wandert niemand ein. Das ist mal ganz praktisch. Wie in Schweiz auch. Das ist Ihr Beispiel, Herr Barbarowski. Das finden Sie einen guten Umgang, wie Polen umgeht mit der Flüchtlingsfrage? Jetzt kommen Sie wieder mit der Moral. Ich bewerte das gar nicht. Ich beschreibe das nur. Ich beschreibe nur, dass niemand nach Polen gehen will. Und ich frage mich, woran liegt das denn eigentlich? Nicht, weil in Polen Flüchtlinge schlecht behandelt werden, sondern weil es Polen keine Anreize aussendet und erklärt, sie wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Nun hätte Deutschland das natürlich auch tun können. Ist das nicht schlecht behandelt? Wenn man keine Anreize Wenn noch niemand da ist, ist man ja nicht schlecht behandelt, wenn man sagt, man darf nicht kommen. Die anderen europäischen Staaten außer Schweden und Deutschland haben sich ähnlich verhalten. Das mag man sehen, wie man will. Sie haben sich so verhalten, wie sie es getan haben. Und deshalb kommt das Gros der Flüchtlinge nach Deutschland. So, und unser Problem ist jetzt, wenn das gelingen soll mit der Integration, und wenn wir nicht, wie Herr Palmer ja vorhin auch schon gesagt hat, soziale Konflikte auf unseren Straßen haben wollen in Jahren, Verteilungskonflikte um knappen Wohnraum und was auch immer, und wenn wir keine Ghettobildung wollen von erfolglosen jungen Männern, die keine Perspektive haben und die dann natürlich aggressiv werden, was erwartet man denn? Dann muss man Einwanderung steuern. Deutschland ist ein Einwanderungsland und Einwanderungsländer steuern ihre Einwanderung. Mir hätte es ja eigentlich schon gereicht, wenn die Kanzlerin nicht ein Selbstbild von Deutschland in die Welt hinaus gesendet hätte, das darauf hinauslief, dass jeder herzlich willkommen ist. Aus pragmatischen Gründen. Natürlich hilft man Flüchtlingen. Natürlich hilft man Menschen, die in Not sind und nimmt sie auf. Aber was der Fehler gewesen ist, bei dieser fatalen Entscheidung zu sagen, alle sind willkommen, es gibt keine Obergrenzen. Die Entscheidung von Frau Merkel, dass die Grenzen offen sind, dass das Dublin-Verfahren außer Kraft gesetzt wurde. Das war einfach eine falsche Entscheidung. Aber wenn wir im nächsten Jahr noch einmal 1 Million Menschen einwandern lassen, dann kommen wir vor ein organisatorisches Problem. Aber ob das dann die Bevölkerung, die schon da ist, auch noch bewältigen will. Und deshalb muss ein Signal ausgehen, dass wir von unseren Asylstandards, von den hohen Asylstandards abrücken und dass wir Einwanderung begrenzen müssen. Und wir müssen klar machen, das Asylrecht, das Asylverfahren kann nicht das einzige
Tor sein, um nach Deutschland zu kommen. Die Türkei zu lange zurückgewiesen, die hätte uns da viel helfen können. Jetzt zahlen wir teuer dafür an den falschen Regenten. Und weil wir Griechenland so ausgepresst haben finanziell, dass dort die Grenzschutzbeamten abgezogen worden sind. Also Italien winkt auch durch. Italien winkt auch durch und da war auch die Kanzlerin beteiligt. Als die Italiener das Flüchtlingsproblem hatten, hat die Kanzlerin gesagt, Italien ist gefordert, aber nicht überfordert. Da waren die Bilder eben in Lampedusa. Also es lässt sich steuern. Und das Steuern, glaube ich, brauchen wir, weil das sonst das Vertrauen in unseren Staat verloren geht. Wir müssen als Politik dafür einstehen, dass wir steuern können, wie es abläuft. Dass wir nicht überrannt werden. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, das geht. Worüber wir aber mehr diskutieren sollten, ist die Differenzierung zwischen Asyl und Einwanderung. Ich finde, das wird ständig vermischt. Ja, genau. Und ich glaube, dass wir uns eingestehen sollten, dass derzeit so viele Menschen Asyl in Deutschland begehren, dass wir nicht allen ein Einwanderungsversprechen machen können. Viele von denen kommen nämlich in der Erwartung, dass sie eigentlich einwandern können und hier bleiben können. Ganz genau. Und sie alle zu integrieren, geht bis zu einer gewissen Zahl. Große Einwanderungsländer schaffen das so 0,5-0,7% ihrer Bevölkerung regelhaft jedes Jahr aufzunehmen, zu integrieren. Also wir schaffen keine Voraussetzung für Integration und Einwanderung, sondern wir schaffen eine Halle nach der anderen, in der wir die Menschen unterbringen. Aber alle anderen haben sich von dieser Aufgabe verabschiedet. Das ist auch eine Realität, die man als Realist einfach nicht wegdrücken kann. Die Franzosen werden es nicht machen, die Spanier werden es nicht machen, die Briten werden es nicht machen, die Osteuropäer werden es auch nicht machen. Die Schüler sind fast alle in Deutschland geboren, haben den deutschen Pass. Und doch zeigten einige Verständnis für den Täter, nicht für das Opfer. Ich habe auch eine Schwester, die ist 16. Und ich tick selber aus, wenn sie mit einem Kumpel oder so rausgeht. Wir leben hier in Deutschland. Mädchen dürfen hier tanzen, ausgehen und selber bestimmen, mit wem sie befreundet sind. Nein, das ist schon nicht. Ach, das würdest du nicht erlauben. Nein. Aber du bist doch Deutscher. Du bist hier geboren, du hast einen deutschen Pass. Deine Schwester hat dieselben Rechte wie du. Also wir haben doch ein Grundgesetz, Menschenskind. Ja, eigentlich ja schon, aber ich akzeptiere es nicht. Gehorchst du deinem Bruder? Ja, klar, muss. In Deutschland sind Männer und Frauen gleichberechtigt. Da hat mein Bruder sich nicht einzumischen. Ja, der ist mein großer Bruder. Vor ihm soll ich auch Respekt haben und auch das machen, was er sagt. Christen muss man töten. Juden stehen auf der Stufe von Schweinen. Und wenn sie ein Kreuz malen oder anschauen würden, dann würden sie ihre Islamkraft verlieren. Das kann man nicht einfach so stehen lassen, solche Aussagen. Nicht von Kindern, die ja dann irgendwann auch Erwachsene werden. Was ich aber schlimm finde, ist, dass ich herausgehört habe bei der Direktorin, dass sie sich trauen musste, diese Geschichte öffentlich zu machen. Was, das Problem dieser, in ihrem Film, was ich leider sehe, ist, dass sie versuchen, indirekt durch die Komposition und durch das bestimmte Darstellen und Aneinanderschneiden bestimmter Probleme das Bild zu suggerieren, das sind Muslime, die diese Probleme haben. Das muss irgendwie mit der Religion zu tun haben. Absolut nicht. Und ich finde, es ist die Katastrophe schlechthin, wenn wir in eine Gesellschaft steuern, wo man das, was man sieht, nicht mehr sagen darf, aus Angst. Das dürfen Sie. Aus Angst. Man kriegt Beifall von der falschen Seite. Es wandern 1 Million Menschen ein, ohne dass irgendjemand darauf einen Einfluss nehmen kann. Dafür geht Deutschland extrem zivilisiert damit um. Ich mag mir jetzt nicht vorstellen, was in Polen passieren würde, wenn da morgen die Einwanderung beginnt und da pro Tag 10.000 Menschen ankommen. Das würde nicht so gut gehen wie hier. Im Vergleich zu anderen Ländern ist Deutschland ein unglaublich freundliches, weltoffenes Land. Und Menschen sind jetzt verunsichert, weil etwas passiert, von dem sie glauben, dass sie das nicht in der Hand haben. Wir müssen versuchen, Parallelgesellschaften vollständig zu vermeiden, weil jedes Kind, das so eine Geschichte erzählt, mein Bruder sagt mir, wo es lang geht, lebt ja nicht in dem Land, in dem wir leben wollen. Und wenn ich das vermeiden soll, tut mir leid, es geht um Ressourcen, dann brauche ich Lösungen, dann brauche ich sehr viel mehr Erzieherinnen, dann brauche ich sehr viel mehr Sozialarbeiter, dann brauche ich Lehrer in jeder Klasse zusätzlich, wo Flüchtlingskinder in großer Zahl untergebracht sind. Und dann stelle ich fest, es gibt da eine Grenze am Personal. Ich kann die irgendwann gar nicht mehr finden. Es gibt in Tübingen derzeit praktisch kein Erziehungspersonal mehr, weil die nicht ausgebildet sind. Die sind nicht. Konsens muss sein, wir müssen diese Anstrengung jetzt unternehmen. Und wir sind weit, weit davon weg, die dafür notwendigen Ressourcen zu mobilisieren. Ja, da sind wir uns im Klaren darüber. In allen Gesellschaften gibt es Rassismus. Und den kriegen Sie auch nicht weg durch Teestubenromantik. Den gibt es eben. Man kann ihn ertragen, man kann ihn irgendwie aushalten. Und man kann, wenn er gewalttätig wird, den Staat dagegen einsetzen. Was hält uns eigentlich zusammen als Gesellschaft? Unter anderem, dass wir alle gemeinsam sagen, das staatliche Gewaltmonopol wird nicht in Frage gestellt. Wer Asylbewerber anzündet, wer Frauen schlägt, wer sowas tut, wird
bestraft, unabhängig davon, wo er herkommt und welche Religion er hat. Es ist mir völlig wurscht, was jemand glaubt und was jemand denkt, welche Kopfbedeckung irgendjemand trägt, ist völlig irrelevant. Und das Grundgesetz kennen auch die meisten Deutschen nicht. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass Menschen in einer Gesellschaft als Verschiedene leben können, einander akzeptieren können als Verschiedene, aber das gelten muss, dass die Regeln eingehalten werden. Und die Regeln, die lernt man nicht, indem man das Grundgesetz liest. Die Regeln, die lernt man im alltäglichen Leben, dass man weiß, dass die Autorität des Staates da ist, wenn es darauf ankommt. Das reicht für das Zusammenleben.